Wie gesagt, das ist nicht so offensichtlich aus den Aussagen, wo man da lang muss. Also, normaler Fahrlehrer würde da jetzt sagen, entweder rechts oder links, aber der würde nie im Leben sagen, geradeaus. Weil geradeaus geht es ja in beide Richtungen. Das ist halt eben ein bisschen unverständlich. Dass der Fahrschüler da ein bisschen irritiert, wo der jetzt überhaupt hin muss. An der nächsten Abfahrt bitte ausfahren. Ich glaube, das war richtig, aber ja. Dann fahren wir eben hier raus. Zum Dreieck Moseltal. Ich dachte, das hieß die ganze Zeit Mosetal, aber es heißt Moseltal. So, jetzt können wir wieder mit 100 fahren. Wenn das Auto es irgendwie schafft. Man müsste sich mal das Tacho da an der Seite anschauen. Wie es da richtig kämpft. Fahren Sie geradeaus. Können wir eigentlich mal die Spur wechseln? Ja, das Auto quält sich ja richtig. Ich gebe schon die ganze Zeit Gas. So, jetzt gebe ich erstmal kein Gas. Ich glaube, das ist schon Zumutung genug für das Auto. Also wie gesagt, es ist nur ein reines Stadtauto. Für Autobahnfahrten sollte man den doch lieber nicht verwenden. Das nenne ich mal viel Verkehr da an der Seite. Obwohl, naja, für eine Autobahn ist das immer noch ein bisschen wenig. Denn jetzt ist zum Beispiel leer. Und jetzt sind wir mal eben wieder in Frankreich. An der nächsten Abfahrt bitte ausfahren. Richtung Amsterdam und Berlin. Oh, die Kurven hier mit so viel zu nehmen. So, und jetzt sind wir wieder in den Niederlanden. So schnell kann das gehen. So schnell kann das mal eben gehen, dass wir mal von Frankreich in die Niederlanden und dann von den Niederlanden nach Deutschland innerhalb von nur wenigen Minuten. An der nächsten Abfahrt bitte ausfahren. Wenn nicht sogar Sekunden. So, wieder die nächste Abfahrt raus. Die ist richtig. So, da vorne müssen wir abbremsen. Na, jetzt war ich der nächsten Abfahrt bitte noch mal raus, oh Gott. Oh, jetzt ist das auch wieder ein bisschen irritierend. Aber wir haben immer nur zwei Fehlerpunkte gemacht. Das ist schon mal allerhand bei diesem Spiel. So, wieder gucken. Es kommt nichts. Jetzt müsste ich eigentlich wieder Gas geben. Aber woher will er das eigentlich so genau wissen, dass man genau hier, hoppala, wieder Gas geben kann? Was war das gerade eben? Sind wir dann durch eine unsichtbare, durch so einen unsichtbaren, so ein unsichtbares Teil auf der Straße dann durchgefahren? So, was sagt er jetzt? Huch. Fahren Sie geradeaus. Wieder geradeaus. Also hier lang. Oh, bremsen. Habe ich eigentlich euch schon erwähnt, dass man mit F8 auch die Sicht aus anderen Autos nehmen kann, auch während wir während einer Fahrt sind? Das ist da ein bisschen doppelt gemoppelt, ich weiß. Vor allem auch, wie die Strommasten da einfach aufhören.
Und jetzt? Jetzt sagt er nichts mehr. Fahren wir einfach hier weiter. Mit 100. Fahren Sie geradeaus. So, jetzt muss ich noch mal ein Schlückchen nehmen. Also irgendwie schaffen es selbst diese Reusser nicht mal, dieses Ding da wegzukriegen. So, da ist die Stimme wieder ein klein wenig geölt, aber naja, sollte allgemein mal die Stimme schonen. Obwohl ich heute gar nicht so viel sprechen musste, das ist seltsam. Ich musste schon bei diesem Spiel hier genug sprechen. Ich glaube, ich habe mich schon in den Anfang von der Aufnahmesession da schon zu sehr aufgeregt. Jetzt sind wir wieder in Frankreich. Hey, waren wir schon lange nicht mehr. So, was sagt er jetzt? Fahren Sie geradeaus. So, geradeaus. Ich glaube, nach der Logik von dem Fahrlehrer ist das hier lang. Ich habe so langsam die Logik begriffen. Das heißt, es ist nicht so offensichtlich, aber es steckt eine Logik dahinter, eine äußerst komplexe Logik, die keiner verstehen will und braucht. Ich habe geblinkt. Ich habe geblinkt. Jetzt haben wir wieder 5 Wahlfehler. Jetzt bleiben wir sogar mal in Frankreich. Die Sonne blendet uns. Wie zum Glück nicht. Oh, sie beruhigen uns da. Oh. Alter, den kriegen wir. Den kriegen wir noch. Yeah, ich muss das Auto richtig motivieren dafür. So, ja. An der nächsten Abfahrt bitte ausfahren. Nächste Abfahrt. Wo ist denn hier nächste Abfahrt? Ich glaube da. Ich will mal hoffen, dass das die Abfahrt ist. Bei Wenden können wir jetzt nicht. Uah. Hier ist wieder 80. Sehr schön. An der nächsten Abfahrt bitte ausfahren. So, das war glücklicherweise korrekt. Gobesdorf. Gobesdorf, altes Haus. Haus. Oh ja, die Sonderfahrt über die Autobahn ist so spannend. Soll ich noch meine Geschichte erzählen? Ich war die Gisela, ja. Bin ich über die Autobahn gefahren, aber ich konnte nicht schneller, weil ich zu fett war. An der nächsten Abfahrt bitte ausfahren. Das war ein Übergewicht, das schaffte das Auto nur 111. Das war ganz schlimm. Und als ich dann noch beim TÜV erfahren habe, dass da was kaputt sein könnte. Oh, Mann, Mann, Mann. Wo einmal bin ich bergunter gefahren, habe ich sogar 117 geschafft. Das glaubst du gar nicht. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt tatsächlich 117 mit dem Auto geschafft. Wie sieht's denn? Oh. Die Drehzahl ist am Anschlag. Ich finde sowas auch irgendwie bescheuert. Autos ohne Drehzahlmesser. Ich glaube, der Tyrell fährt sogar so ein Auto, wo sogar was ganz Wichtiges fehlt, nämlich die Temperaturanzeige. Der Arme. Hier jetzt rechts. Oh, wir müssen Spur wechseln. Da komm, fahr durch. So. Dann fahren wir aber wieder Richtung London. Ich will jetzt mal hoffen, dass wir wirklich Richtung London fahren und nicht wieder kreuz und quer durch die Autobahn. Ich will es mal hoffen. So, auch ganz wichtig, Mindestabstand einhalten. Und immer schön auf die Rückspiegel gucken. Weil hier haben wir leider keinen. Fahren Sie geradeaus. Blöderweise haben wir ja für die ganz wichtige Seite auf der Autobahn haben wir ja keinen Seitenspiegel.
Ich glaube, man muss tatsächlich den Rückspiegel dafür verwenden. Warum auch immer. Kann man den eigentlich dauerhaft eingeblendet lassen? Ich glaube, das ist jetzt sogar möglich. Das macht es um einiges angenehmer. Hier jetzt rechts. Ah, wir müssen tatsächlich Richtung London fahren. Also von Frankreich aus direkt nach London, ohne irgendwie übers Wasser fahren zu müssen. Nein, wir kommen direkt nach London rein. Das ist gar kein Problem. Guckt mal da drüben, da steht schon GB. Sind wir nur einen Katzensprung davon entfernt. Und jetzt haben wir auf einmal Meilen pro Stunde. Yes, yes, welcome to London. Ah, fährst du schnell. Leider haben wir jetzt auch 8 Fehlerpunkte und haben das damit dann nicht erfolgreich abgeschlossen. Haben wir überhaupt das erfolgreich abgeschlossen heute? Die 10 und die 12. Ja, das ist schon mal allerhand, dass wir 2 Fahrübungen erfolgreich abschließen konnten. Unsere Prüfung zugelassen zu werden, dürfen Sie in jeder Übung mindestens. Ja, ja, ja. Dann fehlt uns ja noch London, Paris, Landstraße und Gent. Und wenn wir die dann alle fertig haben, dann müssen wir erstmal die Korrekturen vornehmen und das alles. Bah. Aber wer weiß, wie dann die Prüfung aussehen wird. Und der Typ ist unser Prüfer. Willst du mich verarschen? Um Gottes Willen. Ihr könnt mir jeden x-beliebigen Fahrlehrer hier einsetzen, aber bitte nicht den. Also der sich da fotografieren lassen hat, den tut es mir schon mal richtig leid. Ich habe nichts gegen ihn. Ich habe nur etwas dagegen, wie mies er programmiert wurde. Und dass gerade sein Bild eingesetzt wurde. Oh, das tut mir so leid für ihn. Ja. Das tut mir in der Seele weh. Naja. Also, dann fangen wir demnächst mit London an. Links abbiegen im Linksverkehr. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Aufnahme, denn ich muss mich erstmal beruhigen. Ich brauche erstmal meine... Mist, ich habe leider nichts, was hier rüttelt und rasselt. Nein, das ist ein Schlüssel. Da kann ich leider nicht angeben mit Beruhigungstabletten. Also ich bin nicht tablettenabhängig, wenn das irgendjemand sagen will. Auf jeden Fall dann erstmal wieder für diese Aufnahmesession dann wieder Exit. Jo, bis zur nächsten Aufnahmesession. Dann sehen wir uns in London mit den verbuggten Fahrlehrer und dann ja mal gucken, was wir dann noch so erleben werden. Ihr könnt euch ja telefonisch beschweren unter der 02236 96 34 37 in der Zeit von 14 bis 18 Uhr oder eine E-Mail schreiben an support@cybex.de. Oder ihr könnt auch auf die Website gucken, http://www.3d-fahrschule.de. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, euch beim Hersteller zu beschweren, dass der Fahrlehrer grottendämlich und scheiße ist. Vielen Dank. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Es reicht, wenn ihr da einfach einen lustigen Kommentar unter diesem Video da setzt, wie scheiße ihr den findet. Ich kann es dann vielleicht gegebenenfalls weiterleiten, falls der Hersteller daran ein Interesse hat. Vielleicht mal diese Software bzw. den Fahrlehrer ein bisschen zu korrigieren oder halt mal einen besseren Programmierer vorzuschlagen. Gut. Dann will ich mal diese Aufnahme abschließen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal zur Katastrophenfahrschule. Virtuell natürlich. Tschüssi!